Peter Niari, nimm mal Safras mit zu stark am Boden. Wir grappeln jetzt erstmal zusammen. Ich bin auch Weißgurt, also eigentlich ist es fair. Beide Weißgurt. Beide Weißgurt. Hast du Streifen? Nee. Ich auch nicht. Wir sind ohne Streifen. Wir sind zwei Weißgurte ohne Streifen. Richtiger Anfänger. Wie fängt es jetzt an? Ampel links. Aber es ist nicht so weit. Ey, ich weiß, im Mai ein bisschen low gewesen, ein bisschen locker. Also besser gesagt gar nichts. Und dafür habe ich diesmal Gianni dabei. Gianni Masafra. Er wird mich heute ein bisschen den ganzen Tag begleiten. Oder ich ihn. Oder ihr uns. Ansonsten... Wir grappeln jetzt, wir machen das noch ein bisschen locker. Er zeigt ein bisschen seine Signature Moves, kämpfen ein bisschen die Position aus, arbeiten ein bisschen. Also heute Morgen erstmal ein bisschen lockeres Training und abends haben wir dann auf jeden Fall noch Kickboxen. Takedown. Ich hab Backboard. Hier, bevor wir mit dem Training anfangen und damit es auch authentisch ist, habe ich hier jemanden, der mit diesen Seilen noch nie gesprungen ist. Ich würde die Seile mal kurz Gianni geben und er sagt, wie er sie findet. Versuch mal. Erste Mal. Wir haben hier die neuesten Everjump Seile mit Bluetooth Connection. Das heißt, ihr könnt die mit eurem Handy verbinden. Ihr könnt zählen, wie viele Sprünge ihr gemacht habt, wie euer Workout die Woche war, wie ihr euch verbessert habt im Lauf von einer Woche zur nächsten Woche. Und ihr kennt es alle, die Everjump Seile. Wir drücken, drehen und schon ist es gelöst. Zu den Everjump Seilen gibt es 4 verschiedene Seile. Ganz leicht, gelb und 2 schwerere. Das Schwerste hatte ich schon, das ist unnormal schwer, da gehen die Arme zu ohne Ende. Mit dem Code, den ihr hier eingeblendet habt, bekommt ihr mindestens 10% Rabatt auf die Seile. Die super Stoßkraft. Seht ihr? Spannt sich der Muskel wieder. Life Hack. Ja. Nicht gut? Sehr gut. Nicht gut? Sehr gut, aber langsam. Jetzt geht's ab. Oh. Also, was oft passiert, dass wir natürlich hier unten landen. Wichtig ist, dass wir die Guard relativ hoch ansetzen. Dass es für ihn schwieriger ist, sich aufzurichten und zu schlagen. Am besten kontrollieren wir den Kopf. Und ganz wichtig, ein Overhook. Also, Overhook bedeutet, den Arm praktisch hier einzuklemmen. Wenn er praktisch jetzt nur noch eine Hand frei hat zum Schlagen, mit der Hand, die frei ist, wir kommen hier rein, machen hier zu. Wenn wir ihn nicht zukriegen, können wir hier nochmal nachjustieren, bringen uns ein. Triangolo. Triangolo. Ist das auf Englisch? Auf Italienisch? Triangolo. Auf Russisch? Keine Ahnung. 5x5 machen wir, eine Minute Pause und wir machen Wetteinsatz, okay? Wer meistens submitted wurde. Okay. Der Verlierer zahlt das Eis. Okay, Mais essen. Oh. Aber dann gehen wir Fetteis essen. Okay, dann zahlen. Dann, mein Bruder kommt auch noch, dann müssen wir dem das auch noch bezahlen. Okay, Verlierer, der meistens submitted wurde, zahlt Eis. Egal, wie oft du mich submittest, ich schneide nur meine Sachen. Ganz anderes. Oh, das riecht nach Triangle. Riechst du das? Hä? Riechst du das? Das geht. Echt? Hast du Luft? Nee. Aber ich hab Charakter. So heißt man es in Russland, wenn du keine Luft mehr hast. In Deutschland würde ich sagen, dann zeigt sich, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und aufgeben ist für mich, boah, das können die anderen besser als ich. Deswegen lasse ich die auch machen. Nee, also ich versuche mal. Wenn halt irgendwann nicht mehr geht, dann wird es so sein, dass du vielleicht 5 Minuten dominierst. Aber ich mache alles, was du nicht submittest, weißt du? Ja, gell? Herz. Zeiger. Ich gehe ja auch in deinen Kämpfen. Ich gehe nicht einfach so kämpfen, weil ich hier halt. Ja. Für mich ist es wie Wohnzimmer, ich feiere das. Ich hab voll Bock. Komm, wir machen ein bisschen besser das Spiel.
Machen wir aus Positionen. Wenn sie gerne befreit, fangen wir neu an, aber andersrum. Ja, geht's los? Ja, okay. Fuß raus. Okay. Überall. Du sagst komm. Komm. Tada. Knoten. Bitte? Knoten. So stößt die. Aber ich mach Backmount für die Mess. Ja, ist gut. Ich dreh mich immer raus. Am Anfang habe ich gepennt. Bei diesem Albo war das genauso. Die Leute dachten, ah, der Choke ist drin. Ja, der Choke ist drin. Kurz ohne Reverse-Karte gespielt. Bap. Gedreht. Milk. Hey! Noch zwei Runden. Ja. Jetzt ganz wichtig, nicht auf den Rücken legen, sonst choke du mich. So choke er mich nicht. Ich will Arme machen. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Guck, ich sag doch. Nicht bei mir. Man dreht sich da so einfach raus, Mann! It was at this moment that he knew. He fucked up. Wow. Ja. Jawohl. Hey, ja. Du musst das alles zahlen, das ist unentschieden. Hörst du Kartoffeln genau wie ich? Ja. Beste Beilage, gell? Besser. Aber okay, du bist Italiener. Du bist Italiener, ich bin Russ, ich muss Kartoffeln liegen. Schmeckst du das? Nee. Schade. Aber löffelt alle, als hätte er drei Tage nichts gegessen. Dinger, wie heißt das? Allergische Reaktion. Ja. Körper hat allergisch darauf reagiert. Hast du Pussycreme benutzt? Vom Tätowieren. Oh, hä? Hast du Pussycreme benutzt? Ja. Alle wollen gut aussehen, aber keiner will leiden, gell? Aber Hals zum Beispiel habe ich ohne nichts gemacht. So sehe ich aus mit Pollenallergie. Wir haben gerade Basketball gespielt. Dieser Raucher hier hat verloren. Thank you.
Genau, das sag ich so. Nichuja. Schon wieder derselbe. Nichuja, Anzeige ist raus. Joel, Quizfrage. Wenn du es falsch beantwortest, 10 Liegestütze. Wer hat als erstes Conor McGregor geschlagen? In der UFC. In der UFC. In der UFC. Erste Niederlage gegen wen? 10 Liegestütze, wenn du es nicht packst. Ja, eigentlich hat er ja nur dann gegen Bruder Khabib, oder? 10 Liegestütze. Zeig mal. Wen hat er verloren? Nate Diaz. Ah, stimmt. Alter, jetzt muss er Busch aus. Okay, Gianni, nächste Frage. Okay, auch 10 Liegestütze. Gegen wen hat Conor seine zweite Niederlage geholt? Im MMA? Ja, nee, im UFC. Im UFC? Gegen Khabib? Nein, das sind Poirier, Liegestütze. So, auf geht's, Liegestütze. War gegen Khabib, Mann. Ich Liegestütze. Ah, oh, Mann. Jawohl, 1, 2. Drei, eine Quizfrage vier, an Johnny. Fünf, wer ist hässlicher? Vova oder sein Zwillingsbruder? 50 Liegestütze, wenn du falsch sagst. Schreib es in die Kommentare. Guck mal, wie soll ich gegen diese Frage mal so gewinnen, Alter? Er sitzt im Sommer mit Pullover, Alter. Schon den ganzen Tag Pullover, Mütze. Ja, den ganzen Tag Pullover im Sommer. 23 Grad, er läuft mit Mütze und Pulli. Wer ist schöner? Klar. Sagt wer? Sie sind beide hässlich, oder? Jawohl, Joel hat 50 Liegestütze. Das war die richtige Antwort, weil sie sind ein und dasselbe. Ja.